Yeah, I'm probably the last guy to ask about shoes. I'd buy anything and everything. Der Kyrie 1, damals war mein Lieblingsschuh, aber jetzt gibt's schon wieder sehr viele Abwandlungen, jetzt muss ich gerade mich neu orientieren. I've always, every year, wore Jordan 10, Retro Jordan. You still get them, Jordan 10s? Yeah, you can get them, pretty much anywhere. Also so diese Retro Jordans, ich hab die 6er und 7er, so, mit denen habe ich gespielt, so. Die sind schon gut durchgelaufen, sieht man jetzt schon, ne? Also jetzt, gar zur Zeit, feiere ich dieses KD-Modell, falls man es sehen kann. Also die sind gerade, davon habe ich glaube ich 5 Paar gerade. So, das sind so. Und allgemein, ich liebe Schuhe, so. Ich habe ganz viele Schuhe zu Hause. Ich habe Unmengen an Schuhen zu Hause, meine Mama ist schon am Ausrasten, weil ich immer wieder neue Schuhe bekomme von denen, deswegen. Nike, so Nike Jordans und so. Ich würde behaupten sogar, dass ich das beste Schuhgame der Liga habe. Ich habe zu Hause 4 so Schuhregale, die voll sind. Bin da so ein bisschen abergläubisch. Ich habe mir mal in einem Schuh die Bänder gerissen und habe den sofort weggeschmissen. Whatever I can find. My shoes do not come easy, so whatever I find on, you know, big shoe websites, I wear them. Which size are you wearing right now? 52. Whatever fits. I think I like all the Kobe Bryant shoes, especially the lower ones. Ein paar frühe Kobe-Modelle waren extrem gut. So, ja, es gibt so ein paar, die rausstechen. Ja. Es waren immer Kobes. Kobe 5, 6 und 8. Also da kann man nichts falsch machen. Das ist auf jeden Fall sehr gut.